Wie sieht es mit der Zukunft von Ghost Recon Breakpoint aus? Kommt da noch was oder ist Ghost Recon Breakpoint dieses Jahr tatsächlich schon am Ende? Schauen wir uns das Ganze mal an. Beginnen wir zunächst mit dem, was wir bereits wissen. Wir wissen, Operation Motherland, also Title Update 4.1.0, kommt irgendwann im Herbst und ist wohl das größte Update, das bisher für Breakpoint erschienen ist. Außerdem wissen wir, dass Karen Bowman, die wir aus Ghost Recon Wildlands kennen, irgendeine Rolle in dem Update spielt. Wir wissen außerdem, dass es noch irgendeine Art Ghost Recon Anniversary Showcase geben wird. Und wir wissen, dass die Community Contests und angepriesenen Free Giveaways im Grunde alles einfach nur Fotowettbewerbe, also Fotocontests sind und die Belohnungen für die Gewinner. Das 20-jährige Jubiläum, also der Geburtstag von Ghost Recon, ist am 13. November. Meine Schätzung ist, dass Motherland genau an diesem Tag released werden wird. Also am 13. November würde ich sagen, kommt Operation Motherland. Wenn meine Annahme stimmt, müsste Ubisoft eigentlich diesen Monat, also im Oktober, noch irgendwelche Infos raushauen oder irgendwelche Ankündigungen machen. Ansonsten würde der Geburtstag auch irgendwie ein bisschen im Sande verlaufen, wenn der jetzt nicht noch irgendwie ein bisschen beworben und gehypt wird, meiner Meinung nach. Bisher haben wir keinerlei Informationen zu einem neuen Ghost Recon Spiel oder zu weiteren Updates für Ghost Recon Breakpoint über Operation Motherland hinaus. Breakpoint wurde durch die ganzen Updates seit Release stark verbessert und dadurch sind viele neue Spieler zu Breakpoint hinzugekommen, und einige alte sind auch zurückgekehrt, sodass ich denke, ohne da wirklich Informationen zu haben, dass Breakpoint aktuell mehr Spieler hat als, sagen wir mal, so 2-3 Wochen nach Release. Und deshalb habe ich so ein Bauchgefühl, dass da bei Breakpoint noch was kommt. Kennst du das, wenn du so ein Bauchgefühl hast, dass du einen Regenschirm mitnehmen solltest und dann fängt es tatsächlich an zu regnen? Ja, sowas in der Art habe ich bei Breakpoint. Ich habe das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Und irgendwas sagt mir auch, dass zum 20-jährigen Jubiläum zumindest ein neuer Titel angekündigt wird oder zumindest gesagt wird, dass da irgendwas in Entwicklung ist. Wenn auch nichts wirklich dann angekündigt wird, aber zumindest, dass gesagt wird, dass etwas in Entwicklung ist. Und meine Schätzung wäre, dass Breakpoint noch weiter mit Updates versorgt wird, bis zumindest, sage ich mal, so ungefähr ein halbes Jahr vor dem nächsten Release. Das wäre so meine Einschätzung. Was Karen Bowman bei Operation Motherland in Breakpoint macht, schauen wir uns im Video nächsten Freitag an. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.